Heute gibt es mal wieder ein Rezept von Witzigmann. Und zwar habe ich das aus dem Hangar 7, dem legendären, wo dann auch Roland Trettl der Chef war, in Salzburg. Da gab es ein Journal, da war ich mal essen in dem Ding. Das war super. Und dann habe ich das geschickt bekommen. Und da gab es da auch Rezepte in diesem Format und eben auch handgeschrieben, sodass es wirklich nicht so leicht ist, das in der Küche. Aber natürlich fantastisch, ne? Und jetzt habe ich mir vorgenommen, dieses Rezept ein Teil davon zu machen. Das Ganze heißt kostgebratene Zander auf Berglinsen und Dijoner Senfsoße. Das hätte ich nie geschafft alleine und auch nicht in der Zeit, vor allen Dingen nicht, wenn man gleichzeitig noch ein Video dreht. Da habe ich gedacht, ich mache es mal teilweise und habe dazu die Linsen, das Linsengemüse gemacht. Das hat derartig viele Komponenten. Das sind also unglaubliche Zutatenlisten. Und ich habe mich jetzt wirklich wieder bemüht, es ganz genau so zu machen. Weil ich ja auch immer, wie viele andere auch immer, denke, ach ja, so ungefähr geht das. Dann mache ich da auch mal schön ein bisschen Gemüse dazu und dann ist es schon. Das ist es eben nicht. Und darum geht es mir, dass ich jetzt das mal so ausprobiere. Und ich muss sagen, also es hat sich wirklich gelohnt. Es ist ein Riesenaufwand für so ein paar Linsen, aber dafür hat es dann auch wirklich ganz, ganz fantastisch geschmeckt. Und ich werde mir das merken und werde das nicht vielleicht 100%ig, aber 90%ig wieder so machen. Ich hatte diese wunderbaren Champagnerlinsen, die ich auch für Berglinsen halte. Und das sind die Zutaten nur zum Kochen. Also nach Vorschrift werden jetzt die Linsen, ich finde eine sehr kleine Menge, das soll angeblich für 4 sein, aber ich habe es mal für 2 gemacht, werden gewaschen, abgeschüttet und dann wieder frisches Wasser drauf und auf den Herd gestellt. Die Linsen werden jetzt aufgekocht und dann 5 Minuten gekocht. Dann werden sie wieder abgeschüttet. Aber sie sind natürlich noch lange nicht gut, denn sie werden jetzt weiter gekocht und zwar in Hühnerfond. Um noch mehr Geschmack in die Linsen zu bringen, gibt es eine geschälte Schalotte, die mit einem Lorbeerblatt und 2 Nelken gespickt wird. So kann man sie nachher sehr gut wieder rausnehmen. Das hat meine Mutter schon immer so gemacht. Die kommt jetzt da rein. Ein Bouquet Garni aus Petersilie und Thymian und ein Sternanis und ein Knoblauchzehe in der Schale. So, nicht gesalzen und Deckel drauf. Die Zutaten für die Einlage, die Sellerie und Möhre habe ich schon klein geschnitten, so klein wie ich eben konnte. Und die Zwiebel, die rote, die habe ich jetzt noch gemacht dazu. Und dann habe ich also 4 kleine Töpfchen und den Bauchspeck, Wammerl. Ich hatte so eine Guanciale, also so eine Backe, das hat auch sehr gut geschmeckt. Und die wird angebraten und dann kommt Knoblauch und Zwiebel klein geschnitten dazu. Wird alles schön geröstet. Dann kommt das Gemüse dazu. Dieses extra Anrösten von den kleinen Gemüsewürfeln, das hatte ich früher auch schon so gemacht. Das schmeckt ja immer toll. Aber was ich nicht gemacht hatte, ist, dass ich das Ganze dann noch tomatisiert habe. Und ich finde, das bringt es total. Das schmeckt wunderbar und gibt auch eine ganz herrliche Farbe. Und dann noch etwas kleingeschnittene Petersilie, sowieso immer toll. Jetzt wird ordentlich gesalzen und gepfeffert und dann ist das fertig. Die Linsen sind jetzt auch soweit. Meine haben nur 20 Minuten gebraucht, im Rezept stand 40. Jetzt werden die Einlagen rausgenommen und das Ganze abgeschüttet, wobei ich den Sud auch abfange nach Rezept. Was damit passiert, das ist jedem selbst überlassen. So sind die fertig, kommen in den Topf. Und dann kommt das Gemüse, das Geröstete, da drauf. Das ist jetzt die Vereinigung sozusagen. Es wird alles wunderbar verrührt und dann noch mal ein bisschen abgeschmeckt mit Dijon-Senf und nicht zu knapp und ein bisschen Aceto Balsamico. Total unprofessionell, einfach aus der Flasche. So, ist das jetzt fertig? Nein. Der legendäre Koch, 3-Sterne-Koch Witzigmann, hat natürlich auch eine tolle Garnitur. Er hat nämlich 2 Sardellenfilets und 5 Stück Kapern und abgeriebene Zitronenschale. Die habe ich leider zum Schluss vergessen.
beim Anrichten, ich will das Essen ja auch warm essen, deswegen hat das natürlich nicht so geklappt. Ich habe dazu einfach ein Stück Lachs und Wirsinggemüse gemacht. Bei ihm hätten auch noch Kartoffelrösti dazugehört. Und das ist eben der große Unterschied zwischen einer Hobbyköchin, wie ich es bin, und einem legendären Drei-Sterne-Koch. Und das muss man ja auch merken. Die Sardellenfilets klein geschnitten und die Kapern habe ich natürlich drauf gemacht. Super, aber natürlich hätte ich noch diese geriebene Zitronenschale drauf machen sollen, dann wäre es noch besser gewesen.